Die, die jetzt applaudieren, auch die Eier haben, dort Waffen hinzuschicken, die effektiv sind. Und im Zweifelsfall auch die NATO darum bitten, zu intervenieren. Habt ihr die Eier dazu? Dann macht es. Macht es. Ja, ja, dann möchte ich dein Gesicht sehen. Dann möchte ich dein Gesicht sehen. Wenn die NATO in einen Krieg mit Russland trifft, dann möchte ich die hier Klatschenden sehen. Die haben alle die Eier jetzt zu klatschen, aber wenn eine Bombe auf Berlin fällt, stehen die vorm Bunker und klopfen. Lass mich rein! Ich bin Pazifist! Im Jahr 22 und Leute reden, wir müssen Putin in die Knie zwingen. Eine Not mit Atomwaffen. Habt ihr sie noch alle? Wir reden über Atomwaffen. Nein, darüber reden wir gar nicht. Wir reden. Doch, wir reden in der Konsequenz über Atomwaffen. Am Ende, wenn es nicht funktioniert, wie willst du ihn dann in die Knie zwingen? Wie? Wie willst du, wenn die Waffen nicht reichen, was machst du dann? Okay, reden wir auch da Klartext. Ukrainer sind im Moment Edelflüchtlinge. Ja, die kriegen alles, was sie wollen. Die kriegen Hartz IV, die, was weiß ich. Weißt du, wie oft ich ukrainische Kennzeichen an Porsches sehe? Wo ich denke so, ah, okay, da hatten auch nur die Leute die Möglichkeit gehabt haben, die ein schnelles Auto hatten, zu flüchten. Und vorher, genau an der gleichen Grenze vor einem halben Jahr, an Weißrussland, als die anderen Flüchtlinge aus Afrika und wo standen, was ist da passiert? Da haben wir alle gesagt, bloß nicht, der Lukaschenko will uns erpressen. Und jetzt gibt es Edelflüchtlinge und wir sagen, nee, komm, wir wollen das alles machen und wir spielen die eigene Bevölkerung gegen die Leute aus. Und ganz ehrlich, das mag jetzt sehr populistisch klingen, aber das ist mein Eindruck, dass das eine unglaubliche Arroganz ist, auf der einen Seite jetzt so zu tun, als würden wir uns mit den Ukrainern solidarisieren, auf der anderen Seite andere Flüchtlinge zu degradieren und zu Flüchtlingen zweiter Klasse zu machen und dann auch eine politische Haltung daraus zu destillieren, die für Krieg ist.